Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Offscreen habe ich jetzt einfach mal diesen Würfeltypen herausgefordert, weil warum auch nicht? Der war eh hier drüben, eine Runde Urlök schadet ja auch nicht. Und jetzt müssen wir den Eingang zum Tempel finden, der hier irgendwo für mich ist. In die Ferne, Sühnen. Das ist ja richtig kompliziert, hier irgendwie den Eingang zum Tempel zu finden. Der Mithras-Tempel. Gut bewacht für einen Haufen alter Ruinen. Ich muss den Eingang finden. Ach, da drüben ist auch einer. Hey! Scheiß Schädelspalter! Das ist aber so ein Knie. Geht ja gut los, ne? Na schön. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich ganz schön viele. Na gut. Man gönnt sich ja sonst nicht. Ne, mach's gut. Ja, das hat ja super geklappt. Warum vor allem Wikinger? Sind das die Leute von dem... Ich glaube, es müssten die Leute von dem einen Typen sein. Oder von der Typin, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welcher davon der Norweger ist. So, wo haben wir noch? Da oben drufen. Wo noch? Da oben drufen. Stopp. Okay. Ich glaube, das war's, ne? Ich meine, hier drüben sind zwar noch welche, aber die sind uns egal. Also, sie können uns zumindest egal sein. Wir verschwabbeln uns hier nach unten und haben den Eingang gefunden. Wer verbirgt sich hinter dem Orden? Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Okay. Auf jeden Fall was Feines. Die Werkzeuge eines Baders. Beste Arbeit. Wie die aus der Villa. Und hier ist ein Brief. Es geht um die Bezahlung eines Schmiedes. Okay. Ah, hier ist was hinter. Bei dem anderen nicht. So. Schwupps. Ob man da... Möglicherweise... Ja, sieht gut aus. Oder? Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Komm, gib das her. Ein Bretonenschild. Ich stand da nämlich gerade oben schon genau drüber. Und da habe ich mich gefragt, wie soll man denn da bitte so weit in den Untergrund reinkommen? Antwort gefunden. Sehr, sehr gut. So, da haben wir nichts. Dann können wir jetzt wieder zurückhuschen. Ja, da gibt's nichts. Husch. Da ist auch eingestürzt. Husch. Okay, das ist von der Seite dicht. Wo man eigentlich gut durchgucken könnte. Der Kompass hat das Sagen über die anderen. Er befahl dem Pfeil auf einem Markt im Westen Bogenschützen anzuheuern. Das ist einen Besuch wert. Pfeil, wir müssen stärker werden, um unseren Putsch ausführen zu können. Du musst einigen der Faulenzer vom Westmarkt als Verstärkung zusammentrommeln. Wir brauchen eine große Zahl von Bogenschützen. Wir brauchen Männer, die diese neuen Rutten bedienen können, die dich so sehr entzücken. Ich kehre zurück, sobald mich deine Erfolgsmeldung erreicht. Der Kompass. Ah, hier gibt's noch was. Nö, gibt's nicht. Die hat gleich beides genommen. Na, das ist doch schon mal gut. Okay. Hier gibt es nichts. Mich wundert's. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Habe ich irgendwas... Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Ja, das ist mir schon klar. Obwohl das Ding hier halb durchguckt. Hier hinter geht's nicht lang? Nö. Habe ich da unten was übersehen? Könnte das ganz einfach sein, dass ich was übersehen habe? Wahrscheinlich ja. Ihr kennt mich doch, als ob ich nichts übersehe. Ach ja, guck mal. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Naja, dafür sind wir jetzt nochmal hier. Briefverkehr zwischen dem Blutegel und dem Kompass. Heilen, ausweiden. Der Blutegel ist ein sonderbarer Kauz. Aber der Kompass hält die Fäden in der Hand.
Anweisung vom Kompass. Statthalter Trück will sich in unsere Angelegenheiten einmischen. Wir müssen ihn umgehend ausschalten und ein großes Spektakel daraus machen. Nimm seinen Kopf, wenn du willst, und verfüttere seine Augen an die Flussaale. Kompass. Sein Kopf und seine Augen bleiben bei mir, denn sie sind meiner Arbeit zuträglich. Wir sind körperliche Wesen eines früheren Zeitalters und es gibt nichts an uns, das nicht durch Anstrengung und Schmerz verbessert werden könnte. Ich habe für morgen ein Treffen mit Trück anberaumt, um die Öffnung des Hafens für fränkische Anliegen zu besprechen. Das wird seine letzte Verhandlung sein. Haltet eure Werkzeuge bereit. Der Pfeil wird seine eigenen mitbringen. Möge Vater, Mutter und Heilige Stimme mit dir sein. Und hier haben wir auch noch was. Liber Antiquae Deorum. Jeder soll unsere bescheidene Herkunft kennen. Fürs Erste genug. Erke und Stowe sollten das sehen. Ich sehe noch mehr Blutvergießen in Lundens Zukunft. Ein Fest für Sühnen. Wir sind die Instrumente der alten Götter. Wir sind der Unrat einer alten Welt. Und doch sind wir die Hoffnung einer wiedergeborenen Zeit. Fassen wir unsere hehren Ziele in Worte. Wir sind die Hirten des Willens unserer Schöpfer. Wir sind die Verwalter der Werkzeuge unserer Schöpfer. Wir sind die neuen Herren der Welt, die sie erschaffen haben. Lasst keinen Zweifel daran bestehen, wem unsere Treue gilt. Der Vater des Verstehens leitet uns. Die Mutter der Weisheit spornt uns an. Die heilige Stimme erfüllt unsere Herzen mit Mut. Lasst es alle wissen. Wir Männer und Frauen vom Orden der Ältesten sind die natürlichen Lenker dieser Welt. Wer uns trotzt, soll qualvoll untergehen. Wir sind überall und wir sind ewig. Geht im Namen von Mithras, dem letzten Krieger, und herrscht. Erobert die Welt zurück, die uns vererbt wurde. Okay, dann gehen wir mal zurück zu den Kollegen. Dann vielleicht halt nicht hier, sondern eher hier drüben. War das nicht hier? Jetzt bin ich verwirrt. Wo ging's denn nochmal raus? Hallo? Hallo? Ging's hier raus? Hier oben. Verirrt wie in Minecraft-Höhlen. Die werden sofort angreifen. Ja, das passiert. Aber die meisten sind ja eh tot, also von daher interessiert es mich nicht so wirklich, ob die das tun oder nicht, weil, spielt eh keine Rolle. Oh, was haben wir denn da noch? Wollen wir das kleine Rätselchen immer noch machen? Es ist ja hoffentlich nicht wieder das, woran ich gerade denke, ne? Nee, ist es nicht. Ich will öffnen. Irgendwas am Hafen. Ich hörte, die Güldenspatz hatte mehr als nur Süßes und Gewürze aus Axum an Bord. Güldenspatz? Dieser Hafen birgt versunkene Schätze? Ja, die Strömung ist zu stark, als dass wir das Wrack bergen könnten. Traurige Sache. Hast du Interesse? Ja, kriegen wir sicher hin. Ich bin eine gute Schwimmerin. Ich fürchte weder Kälte noch Strömung noch Meeresgeister. Dann bitte hilf uns. Wir kratzen eine angemessene Belohnung für die Rettung der Fracht zusammen. Gut. Das Ding gleich hier? Oder was willst du haben? Ich nehme an, die wollen das hier. Gut, dann holen wir das. Das müssen die Überreste der Güldenspatz sein, wenn die Händlerin recht hat. Durchnässte Nachricht. Okay. Eine Kiste mit Schätzen, eine andere mit dieser Flaschenpost. Ich frage mich, ob die Nachricht noch lesbar ist. Ja, dann gucken wir doch einfach mal nach, bevor wir die irgendwie abgeben. Sammelobjekte? Haben wir keine Quest? Wir müssen doch Questobjekte haben. Schatzortkarte nach, ja, die nicht funktioniert. Der Kompass nimmt einen zu großen Anteil, meiner Ware. Wollen wir doch mal sehen, wie er mein Geld aus diesem Bauch einer Kuh herauskriegt. Okay. Eine Flaschenpost. Nicht dumm. Hat eine Halskette in einem Kuhmagen versteckt. Ich schätze, du wirst auch nach dem Rest des Schatzes suchen müssen. Muss ich das? Aber warum muss ich das? Mein Schiff liegt nun mitsamt seiner kochbaren Fracht am Fluss des Grundes. Wer es wieder beschaffen kann, bitte melden bei. Aber wo? Das ist ja meistens nicht besonders weit weg. Aber
Gibt's hier irgendwo einen Fleischer oder so? Naja. Vielleicht suche ich danach später. Ich wollte eigentlich gerade mal zum Händler gucken. Weil wir sicherlich schon wieder so viel Müll haben. Was kann ich dir heute anbieten? Du könntest mir meinen Müll abnehmen. So, Müll. Das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen. Ach ja, verkaufen, allen Plunder verkaufen. Davon kann man nie genug haben. Tschüss, Müll. Was können wir hier kaufen? Eisen. Oh, Eisen. Könnte man sich mal holen, ne? Titan haben wir hier auch für bessere Verbesserungen. Also kann man sich alles leisten, wenn man Bock drauf hat. Klug von dir, aufzurüsten. Oh, normale Runengrößen. Das würde doch reizend aussehen. Coole Schiffe. Jötunheim-Rumpf. Rentier-Clan. Asgard-Rumpf. Kurzes Haar. Fischwesen Teil 3. Komm, wir nehmen die Fischwesen mit. Stücke. Hundezahn. Aus der Bärenausrüstung. Nadelkopf-Königswache. Hm. Bis zum nächsten. Ja, bis denne. Schauen wir mal. Hier haben wir keine mehr, ne? Ne, das ist alle. Aber Sachen upgraden könnte ich. Das ist voll, das ist voll. Das ist noch nicht voll, aber dafür haben wir... Ich spare darauf. Ich will unser Messer upgraden. Noch ganz minimal braucht man. Na gut, also, falls ihr einen Hund, einen Kuhmagen seht, gebt Bescheid. Guck hier mal nach. Aber sieht nicht gut aus. Nein. Ja, also, falls ihr einen Kuhmagen seht, gebt Bescheid. Damit wir nach der Halskette suchen können. Dann gehen wir jetzt erstmal zu unseren beiden Polizeikollegen. Wenn wir irgendwie rankommen. Ach, die sind noch im Haus, wie es scheint. Noch in der Villa. Das ist doch die Villa, ne? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so ganz. Hallo? Hallo? Wie komme ich hier rein? Ja, ich hätte vorne rumgehen sollen. Ich renne jetzt einmal um die falsche Seite des Hauses. Mann, bin ich gut manchmal. Huhuhuhu. Ja, wo ist es, die Villa? Kannst du denn mal rübergehen? Dankeschön. Habt ihr echt eine Barrikade für die Leute gebaut? Es schadet nicht, an ein paar Türen zu klopfen. Mehr sage ich nicht. Trück wurde nicht ermordet, weil du Bäume pflanzen und ein paar Dächer reparieren wolltest. Das sieht nicht mehr nach einem Festmahl für Krähen aus. Eivor, du hast etwas gefunden, hoffe ich. Ein paar Pergamente. Nachrichten zwischen Mitgliedern einer Geheimgesellschaft. Sie nennen sich Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten? Das sagt mir leider gar nichts. Was sind ihre Absichten? Das ist nicht so leicht zu erklären. Nur so viel. Ich bin hier, um sie zu töten. In Lunden scheint der Kompass der Kopf zu sein. Der Pfeil und der Blutegel die Hände. Tiernamen und geheimer Orden. Was für ein Unfug. Wissen wir irgendetwas Handfestes? Der Pfeil ist ein Däne, der schon viele Schlachten gesehen hat. Dem Namen nach vielleicht ein Bogenschütze. Ich verwette meine Knöchel, dass er derjenige ist, der Zwietracht unter den Dänen in Lunden sät. An seiner Stelle würde ich mich unter meinesgleichen verstecken, unter anderen Kriegern. Der Pfeil bekam vom Kompass den Befehl, auf einem Markt im Westen Soldaten anzuheuern. Dann weiß ich wo. Der Blutegel braucht Fleisch. Er sucht nach Trell. Ich weiß nur nicht warum. Wir haben kürzlich am Kai eine Reihe von Toten gefunden. Aber nicht nur Trell. Einige der Vermissten fanden wir an verschiedenen Orten wieder. In kleinen Stücken. Erke, gütiger Gott! Der Kompass ist mir ein Rätsel. Er wird oft erwähnt, aber wir haben nichts Greifbares. Sagtest du nicht, er sei ein fränkischer Schiffsführer? Um ihn zu finden, müssten wir die Schiffe prüfen, die die Themise auf- und abfuhren. Schiffsführer sind Reisende. Er könnte schon weit entfernt sein und stillschweigen. Das mag sein. Doch würde er schreien, wenn wir ihm die Hände abhackten? Oh, du hast einen schmutzigen Sinn für Strategie. Wir töten den Pfeil und den Blutegel und warten einfach ab. Soll der Kompass zu uns kommen? Vergeuden wir nicht noch mehr Zeit. Wir finden den Pfeil und den Blutegel. Wenn wir beide töten, locken wir den Kompass zurück in den Hafen. Stowe, wir treffen uns am Markt im Westen. Verlass dich drauf. Und ich gehe zum Kai.
Dort sind neue Leichen, die aus dem Schlamm gezogen werden müssen. Vielleicht war der Blutegel wieder am Werk. Gott sei mit uns, Freunde. Geht in seinem Namen und unter seinem Schutz. Wir probieren's. Aber unser Gott darf Odin bleiben, oder? Mehrere Quests angenommen. Ja, das dachte ich mir. Das Blut des Egels. Triff Erker am Hafen. Ich würde tatsächlich erst den Egel machen, weil Egel sind egelig. Ihr versteht. Kein Bock drauf. Hammer. Dänenaxt. Hier kommt man nicht durch, ohne sinnlose Sachen zu nehmen, ne? Also zumindest für uns sinnlose Sachen. Hammer haben wir nicht. Dänenaxt. Sehr gut, die brauchen wir nicht, aber den Weg des Bären oder ein Hammer? Komm, gib mir den Weg des Bären. Auch wenn ich sowas nicht habe, aber jo. Der Orden. Nö, kommt mir auch nicht bekannt vor. Nö, alles drei fremde Leute. So, da hinten. Wände und Schatten abgeschlossen. Ja, ja, stimmt gar nicht. Die habe ich gar nicht. Die sind schon lange weg, die Fertigkeitenpunkte. Oh, was willst du denn da oben? Diese Angeberin manchmal, ne? So. Ey, vielleicht hat Erke ja einen Kuhmagen gesehen. Hast du einen Kuhmagen gesehen? Ist das das Werk des Blutegels? Ja. Jeden Tag neue Leichen. Wenn du das einzige Ziel für die Angst deiner Leute bist, werden sie sich gegen dich wenden. Sie fürchten sich. Um mich reinzuwaschen, muss ich ihnen den Blutegel bringen. Wie viele Leichen sind es inzwischen? Um die 20 wurden gefunden. Ganz sicher das Werk des Blutegels. Woher willst du das wissen? Die Augen wurden ausgeschält. Leere, schwarze Höhlen. Wie bei Tryggs Wache. Hier müssen jeden Tag hunderte von Leuten vorbeikommen. Hat niemand etwas gesehen? Wir sind am Flussufer. Alle Missetaten der Stadt fließen hier zusammen. Hast du was von Stower gehört, wegen des Pfeils? Ich konzentriere mich auf den Blutegel. Machst du dir Sorgen? Ach nein, ich wollte nur wissen, wie es dem Spatzenherz geht. Ihr zwei steht euch nah, wie Brüder. Ja, ja, wie Brüder, könnte man sagen. Erke, sag mir, dass das nicht sie war! Es war nicht deine Tochter, Güda. Atme auf. Oh, Freya, sei Dank! Ich hatte solche Angst, dass ich sie hier finde. Sie macht Botengänge für einen Schmied, der sie in diesen Hafen schickt. Meist bei Nacht. Ich ertrage das nicht. Sie ist der Egel. Güda, wie heißt deine Tochter? Sie heißt Regna, nach meiner Großmutter. Sie hat dieselben Augen. Eins grün, eins blau. Ein schöner Name. Ich habe sie seit zwei Tagen nicht gesehen und fürchte das Schlimmste. In London muss man immer das Schlimmste fürchten. Was genau war ihre Aufgabe? Einfache Botengänge. Sie lieferte Dinge aus, tauschte sie gegen Hacksilber und eilte zurück zu ihrem Schmied. Kennst du den Namen des Mannes? Nein, ich wünschte, es wäre so. Ich würde ihm die Ohren und Klöten abschneiden. Erinnerst du dich sonst an irgendetwas? Ein Nachbar sagte mir, er hätte Regna unter der Lundenbrücke herumlungern sehen. Damals war ich ganz krank vor Sorge. Das ist doch ein guter Anfang. Danke, Güda. Ein zwielichtiger Schmied, ein vermisstes Kind. Eine interessante Spur. Die Lundenbrücke nach Sonnenuntergang. Ist ein Besuch wert. Gut. Ich bleibe hier und sorge für Ruhe. Und Eivor, werde nicht unvorsichtig hier im Hafen. Würde ich sowas je tun? Weiß nicht. Würdest du? Wir haben eine Schnellreise freigeschalten. Was ist das für ein Lied? Ich kenne es irgendwoher. Die singen doch gar nicht. Okay, was mir gerade so eingefallen ist, ja? Von wegen der Kuhmagen. Könnte es sein, dass der Kuhmagen auch hier unten drin ist? Wenn man dann an der richtigen Stelle ins Wasser gehen würde, wie mir gerade auffällt. Bin ich doof? Ja, ich bin zu irgendwas ziemlich doof. Wir sind überhaupt nicht da in der Nähe. Egal. Ich finde den Treffpunkt des Kontakts. Er ist nur nachts dort. Sie für mich sühnen. Okay, da drüben. Na fein. Dann meditieren wir mal, ne?
Erstmal Schlafi machen. Voll im Weg sitzen. Verstecke dich hinter der Kiste. Welche Kiste denn? Ach, die. Na gut, nehmen wir die. Gilde da. Ich sollte ihm folgen. Sehen, wohin das führt. Verfolge den Kontakt. Kontakt, takt, 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 takt. Du, 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 du. Du, 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 du. Kann der Nichtsnutz nicht schneller gehen? Nein, er muss sich vorher umsehen. Denn er ist misstrauisch. Kann man sie ihm vergelten? Nee, kann man sie ihm verdenken. Das ist das Wort, was ich versucht habe. Denken. Ja, ist halt nicht so meine Stärke. So. Hier rein. Vorsichtig. Ja, ja, bin vorsichtig. Bin ja im Busch. Im Busch bin ich unsichtbar. Bin ein Unsichtbär. Ja. Dreht er sich nochmal rum, oder? Nee. Ist das der Ort, oder... Nein, er spaziert nur herum. Falls er überhaupt eine interessante Person ist. Da rein. Jo, da rein. Dann wollen wir da auch mal rein. Ich darf nicht erwischt werden. Festung Boldesruhe. Upsi. Gib den mal her. Oh, hallo Rabe. Hui. Hm? Da oben. Muss haben. Das dann nicht einfach so ignorieren. Wenn das schon mal hier ist, ne? Er kennt mich doch. Schmiedehammer. Da gibt irgendwie Sinn hier bei den Schmieden. Finde den Schmied und befrage ihn. Ja, irgendwo da direkt drin. Total geil. Na komm. Ja, bleib ich. Ernsthaft? Ich schlage auf deine Fresse. Naja, ich schieße drauf. Das war, glaube ich, der Schmied. Oder auch nicht. Oder warst du der Schmied? Ich weiß nicht. Au, das war dumm. Upsi. Klappt doch super. Da kommt Krieger. Seid bereit. Ja. So. Oh, sorry. Ich hab grad keine Ausdauer mehr. Das ist ein Fuchs. Achtet auf Finn. Ich bin ein Fuchs? Ich dachte, ich bin ein Rabe.
Naja, egal, was ich bin. Hauptsache, du bist tot. So, und ihr regt euch noch ein bisschen ab, ja? Finde ich gut. Ciao, Leute. So, haben wir den Schlüssel schon, den wir brauchen? Ja, ich glaube schon. Hast du, was man mir schuldet? Ah, wer zum Henker bist du? Dein schlimmster Albtraum. Ich bin eine Freundin, Euer. Dein Bursche hat das Geld. Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich passe auf ihn auf. Er hatte Angst, dass ihm jemand folgt. Ah, ich wusste, dass er ein Schwächling ist. Nicht wie das Mädchen. Die war zäh wie ein Keiler, die Kleine. Was wurde aus ihr? Sie wurde vor ein paar Tagen krank. Ich schickte sie zur guten Schwester Friedeswitt, der Heilerin in der Stadt. Schwester Friedeswitt? Gebrochene Knochen, Furunkel am Arsch oder Nachblutungen. Sie bringt das in Ordnung. Für so eine Arbeit braucht sie das richtige Werkzeug. Braucht sie und hat sie. Sie kommt zu mir, wenn sie etwas braucht, und ich schmiede es nach ihren Wünschen. Damit ist jetzt Schluss. Achtung! Ein Überfall! Was? Das blutige Friedeswitt. Hätte ich nicht gedacht. Tschüss. Ich dachte wirklich, es wäre das Mädel. Na, dann müssen wir wahrscheinlich aber der Mutter verklickern, dass ihre Tochter dann gleich tot ist. So, wir haben hier nur noch... Okay. Hier ist noch was Kleines drin. Ja, nehmen wir mit. Flupp. Weil, jetzt wo wir das haben... Oh ja. Das könnten wir auch mal machen. Stufe 2, Stufe 3. Ja, Stufe 2, hier auch. Gut, dann sind wir wieder komplett arm. Schwester Friedeswitt. Eliminiere den Blutegel. Sie arbeitet als Bader auf dem Forum in Lunden. Pfarrer Friedeswitt, der Blutegel. Als junges Mädchen sah Friedeswitt, wie ihre Schwester vom Pferd fiel und sich das Rückgrat brach. Sie erkannte, dass Geist und Seele ihrer Schwester intakt waren, obwohl ihr Körper schwer geschädigt war. Das entfachte ihr Interesse an der Anatomie, das ihr folgen sollte, wie der Schatten des Feuers, das ihre gesamte Familie ausgelöscht hatte. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, dann geht's jetzt Schwester Friedeswitt an den Kragen. Kommen wir da irgendwie einfacher hin? Nimmt sich nicht viel. Nö. Ob wir jetzt den Weg laufen oder dann den anderen Weg laufen würden. Das ist, glaube ich, egal. Lunden. Ist man außerhalb von Lunden? Nö, eigentlich nicht. Naja. Okay. Finde und töte den Blutegel. Das würde ich sehr gerne machen. Wo ist sie denn? Was siehst du? Da irgendwie. Okay. Juti, dann gehen wir da hin. Für mich ist das was Leichtes. Hallo, bist du bösartig? Nö, bist du nicht. Aber die anderen hier sind bösartig. Genau, irgendwo hier in dem Gebäude wird sie drin sein. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja, was passiert, ne? Sag ja, das passiert. Hier bricht der Blutegel seine Beute auf. Sehe ich mir an. Mach das. Du wirst nie erfahren, was passiert ist. Oh, keine Pfeile mehr. Das ist blöd. Hallo. Upsi. Nicht mit mir. Nein? Mit wem denn sonst? Wenn nicht mit dir.
dachte, du bist da großer Befürworter von Dingen. Ein Trauerbringer. Und ein Blutwikinger. Tschüss. Die gute Schwester. Ich will hier nicht sterben. Au. Du wirst nicht sterben. Das kann ich auch. Das glaubst du doch nicht. Habe ich mal erwähnt, wie sehr ich das doch liebe. Oh, was war das? Lass es einfach. So, Betäubungsschlag hier. Schwerer Angriff da. Stampfen hier. Auf die Fresse da. Bisschen rumrollen. Naja, weniger rollen als alles andere. Und ich habe immer noch keine Pfeile. Mir fehlt es einfach an Pfeilen. Sorry. Tut mir fast ein bisschen leid, Kollege Trauerbringer. Aber nur fast. Und tschüss. Erinnerst du dich an Dragis Doppelstoß? Total. Ich habe nie aufgehört, mich daran zu erinnern. Au, wo kommt der jetzt her? Oh, verdammt. Alter. Muss man aufhören damit. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal, machen wir das so. Tschüss. Schild auf den Kopf. Knüppel auf den Kopf. Knüppel auf den Kopf. Au. Das ist nicht geil. Eigentlich wollte ich dem Typ auf den Kopf hüpfen. Kommst du? Au! Schmeißt er das Ding einfach an unseren Kopf dran? Das finde ich nicht nett. Das finde ich wirklich nicht nett. Hier, jetzt auf die Fresse. Au. Nee. Okay. Gute Schwester Friedeswitt. Dann bin ich wohl nicht annähernd schnell genug. Schade. Ich habe echt gehofft, aber wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, ne? Bin er noch mehr nicht? Ich habe es fast vollbracht. Das genügt. Du bist es. Was die Toten angeht, die wir sammeln, liebe Schwester, stehen wir beide uns in nichts nach. Wie im Gebeinhaus. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Ich schätze, meine Forschung machte mich gierig. Nicht mein Mangel an Mitgefühl. Die Alten, die Gebieter, sie fügten uns aus einfachen Teilen zusammen. So leicht zu brechen, so schwierig zu flicken, das muss doch besser gehen. Wir sollten stärker, schneller und klüger sein. Ich hätte uns flicken können. Ich hätte uns verbessern können. Wir sind Blut und Knochen und Geist, Friedeswitt. Perfekt, so wie wir sind. Du hast so schöne Augen. Lecker. Äußerst köstlich. Ordensmitglied ausgeschaltet. Schwester Friedeswitt. So, und jetzt, da wir das erledigt haben, erstatte Erke Bericht. Ja, machen wir auch noch.
Toll, das hat ja super geklappt. Ich dachte irgendwie, das wäre durchgängig. Hier kommt man einfach gar nicht raus. Das ist ja kacke. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ihre Augen wurden entfernt. Ich vermute, dass es sich um die vermisste Regner handelt. Notizen einer Vivisektion. Ein junges Mädchen, 16 Jahre, vom Lande, Regner genannt. Ein blaues Auge, ein grünes. Das Zeichen der Ältesten. Welche Geheimnisse wird mir dieses Gefängnis aus Fleisch und Knochen offenbaren? Och, das arme Mädel. Und die arme Mutter. Tot sein ist die eine Sache, aber die Verbliebenen, das ist dann immer die andere noch. Überblicke das Land, Freundin. So, wir müssen... Komm, wir gehen jetzt einfach hier rüber. Basilika und Forum. Ja. Ja, ja. Die arme Regner. Aber naja, wir kannten sie nicht wirklich. Also empfinde ich nicht so viel Trauer, wenn ich ehrlich bin. Wie man vielleicht empfinden sollte. Ich weiß es nicht. Hallo? Doch nicht den! Mann, ey. So. Flop, ihr da oben. Ich will da runter. Wo auch immer wir dann sind. Was sind wir denn dann? Ah, wahrscheinlich hierzu? Das nächste Bruderschaftshaus? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Beim letzten Mal hatte der Geheimgang, in Anführungszeichen, der auf der Karte angezeigt wurde, jedenfalls nichts mit der Bruderschaft zu tun. Wenn ihr euch noch dran erinnert. Das war in meiner ersten geschnittenen Folge. Wow! Au! Alter! Ey, das muss doch nicht sein. Hallo! So. Das ist der Truhenschlüssel-Sumpf. Sehr schön. Mach's gut. Hä? Was passiert hier? Wie war das denn? Bist du das, du Fuzzi? Der Fuzzi, der sich selbst anzündet? Au! Halt einfach die Fresse. So. Hier habe ich auch noch einen Schlüssel. Okay, ja, kommt man tatsächlich durch. Okay, das ist das eine. Das ist schon mal gut. Da ist schon mal ein Kupferdeckelbarren. Aber die große Frage ist... Wie kommen wir in das Bruderschaftshaus? This would be very interesting für mich. Das zu wissen. Oh. Okay, Friedhof. Guck mal von oben. Zeig es mir. Okay, wir haben hier, da müssen wir wahrscheinlich rein. Wenn wir da irgendwie reinkommen. Oh, sieht gut aus. Oder? Das sieht so breit aus. Warum kommst du denn da nicht einfach durch? Okay, machst du es halt so. Genau, guck mal. Das Assassinenzeichen. Das zweite Botschaftshaus. Okay, da kommt man dann raus. Auch gut zu wissen.
Tür verschlossen. Alle im Einsatz befindlichen Verborgenen werden hiermit aufgerufen, dieses Land zu verlassen. Alle, die unsere große Arbeit fortführen wollen, sollen sich zu unserem Haus in Colonia begeben und werden dort willkommen geheißen. Okay. Also da geht's doch nicht lang. Zumindest noch nicht. Irgendwie ein bisschen verwirrend. Da gibt's Pfeile. Da könnte man durch. Ja, und da kommt man durch. Aha! Man muss nur gut suchen. Dann geht das alles. Was? Oder wie? Nee, hä? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Bin ich zu doof? Könnte es das sein? Ich sehe es halt wirklich nicht. Dann muss ich hier auch nochmal nach unten. Auf jeden Fall eine der Kisten. Aber wir können doch nicht. Das geht doch nicht. Oder geht das doch? Wo ist denn das rote Ding? Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo das. Ach, ich glaube, ich weiß, wo das rote Ding ist. Müssen wir hier drauf und einfach durchschießen? Ja, müssen wir. Gut. Hat sich das auch erledigt. Hallo Nummer 2. Maske der Verborgenen und eine Codex-Seite. An einem typischen Studien- und Ausbildungstag begrüßte Meister Harkor in unserem Bruderschaftshaus in Alexandria als Abwechslung von unseren üblichen Routinen eine angespannte Frau Ende 50. Mit stoischem Gesichtsausdruck und federnden Schritten betrat sie den Saal und setzte sich hernach eine ganze Weile schweigend an das Kopfende des Raumes, während Meister Harkor diese unbekannte Person mit vagen Worten vorstellte. Im Laufe seines gesamten Vortrags sah sie ihn kein einziges Mal an, sondern ließ ihre Blicke über die vor ihr sitzenden Lehrlinge schweifen, zu denen auch ich mich zählte. Als Meister Harkor schließlich zur Seite trat, stand die Frau auf und hob zu einer unverblümten Äußerung an. »Wenn nichts wahr ist«, sagte sie, »muss auch diese Aussage falsch sein.« Die Frau ließ ihre Worte im Raum stehen. Nach einem langen und verblüffenden Schweigen wartete ein eifriger Lehrling namens Magas mit einer Antwort auf. Das Credo selbst ist pure Ironie. Es suggeriert, dass die Welt nicht in Wahrheit und Unwahrheiten, Fakten und Fiktion eingeteilt werden kann. Ja, antwortete die Frau, die Welt besteht einfach. Sie existiert und wir sind nur ein kleiner Teil ihrer Ganzheit. Aber zu existieren bedeutet wahr zu sein, oder? Etwas, das existiert, ist etwas, das wir eine Tatsache nennen. Zu existieren bedeutet zu existieren, konterte die Frau. Wahrheiten und Fakten sind Wertungen, Taten keine Gegenstände. Magas verstummte und die Frau fuhr fort. Wenn alles erlaubt ist, wer erteilt dann diese Erlaubnis? Gute Frage, gute Frage. Ich wahrscheinlich eher nicht. Schlüssel aufgenommen. Haben wir hier noch was? Da haben wir noch was. Tagebuch von Magister Vitus. Ich schreibe diesen letzten Eintrag nachts im verblassenen Schein einer einzelnen Öllampe. Es scheint, dass unser Werk in Britannia durch Mächte, die sich unsere Kontrolle entziehen, vereitelt wurden. Doch das stimmt nicht ganz. In gewisser Weise tragen wir die Schuld. Jahrelang haben wir an den Säulen des Imperiums genagt. Ein paar Säulen gefällt, wenn das Fundament zu stark schien und ein Kaiser zu ehrgeizig war. Aber es gibt eine Grenze dessen, wie viel Stützkraft ein Gebäude einbüßen kann, ehe es einstürzt.
Wir hätten vorsichtiger sein müssen, besser auswählen, besser planen müssen, um Freiheit zu erreichen. Aber wir haben Britannia von jeglicher Struktur befreit und nun ist das Dach eingestürzt. Ein dunkles Zeitalter kommt auf uns zu. Die Bürde, das Licht zurückzubringen, lastet nun auf der nächsten Generation. Wie schnell dies geschehen kann, vermag ich nicht zu sagen. Meine Hoffnung hat mich verlassen. Meister Vitus. Und hier haben wir auch noch was. Genus Pacti, Hinrichtung. Verlässliche Quellen berichten uns, dass Imperator Hadrian in diesem Monat nach Britannia segelt. Er hat vor, einen Krieg gegen die Stämme aus dem Norden zu führen. Den Imperator in Londinium abfangen. Londinia doch. Wir glauben, dass er für 5 Nächte in der Villa südöstlich des Kolosseums wohnen wird. Die Villa als Sklave betreten und ihn ausschalten, entweder mit Gift oder im Schutze der Nacht. Ablenkung durch Verführung nicht angeraten. Der Imperator ist dafür bekannt, sehr vorsichtig zu sein. Contrahit Acolytus Caius. Status fehlgeschlagen. Acolytus entdeckt und getötet. Ja, ich glaube, das hat nicht so gut geklappt. Na gut. Tür ist offen. Wir haben das zweite Bruderschaftshaus entdeckt. Damit die zweite Codex-Seite. Fehlen nur noch 4. Dann verschwurbeln wir mal hier. Hallo? Und dann geben wir Erke jetzt noch gleich Bescheid. So. Erke! Ich will keinen Erker machen. Deswegen habe ich den Igel getötet. Ich ziehe lieber die Kapuze auf. Ja, mach du, wenn du daran Bock hast. Wenn du daran Spaß hast. Zieh die Kapuze auf. Wir müssen noch ein bisschen Running Man spielen. Naja, Running Woman. Was haben wir hier eigentlich noch so? Wir haben nur noch die beiden Rätsel. Ehrlich? Nur noch die Rätsel, für die ich zu dumm bin? Das ging schnell. Wir haben jetzt aber die ganzen Reichtümer nebenbei mal mitgenommen, kurz. Ja, das ist doch schön. Ja, ich hätte echt nicht gedacht. Also es war klar, Lunden ist halt nur eine einzelne Stadt, ne? Dass das schneller geht als überall anders, ist logisch, aber wow. Das war sehr kurz. So, dann hier hinüber. Erke. Warum bist du denn nur so verdammt weit weg? Und ich versuche dann offscreen nochmal die beiden Rätsel zu verstehen, beziehungsweise zu finden, was ich da tun muss. Oder wo der Kuhmagen ist. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo mit einem Kuhkadaver liegt, dass man den suchen muss. Aber wie gesagt, suche ich offscreen, erfahrt ihr dann, wenn ich eine Lösung habe. Jetzt erstmal noch schnell hier die Quest abgeben. Es ist vollbracht. Ah, der Blutegel ist ausgeblutet. Hat er ja auch einen Namen? Eine Nonne mit dem Namen Friedeswitt. Was? Die gute Schwester? Das kann nicht stimmen. Sie war eine Heilige, eine Heilerin und... Götter, diese Woche ist wie ein Mosaik aus Scheiße. Du kanntest sie? Sie half mir. Ein gebrochenes Bein, ich dachte, ich verliere es. Aber nicht mit Friedeswitt. Man sieht nicht mal, dass es hier gebrochen war. Ab jetzt rinnt der Sand rückwärts. Ohne sie kehren wir wieder zur 4-Säfte-Lehre zurück. Und das alles dafür. Geheimnisse der menschlichen Form. Wie sie Leben gerettet hat. Und wie sie sie beendete. Vielleicht die Raserei einer Wahnsinnigen. Es gibt nicht für jedes Problem eine saubere Lösung. Wohl wahr, das stimmt. Mein Ruf beruht darauf, dass ich harte Lösungen finde. Ich kann damit leben. Das war ihre Lösung. Sie schrieb all ihre Ideen und ihre unredlich verdienten Einsichten nieder. Ich werde dieses verfluchte Machwerk verbrennen. Siehst du das auch so? Es enthält Heilmittel für alles, von Furunkeln bis zu Knochenbrüchen. Wir sollten es behalten. Wir führen Kriege, um die zu retten, die wir lieben. Und wir zahlen dafür in Blut. Dieses Buch, es ist das Schlachtfeld der guten Schwester, ihr Königreich. Vielleicht hast du recht. Wir können die Toten nicht zum Leben erwecken, aber vielleicht waren ihre Opfer nicht umsonst. Wenn du mich brauchst, ich bin in der Paulskirche und suche nach Hinweisen auf den Kompass. Danke für alles, Bruger. Jo, Kollege, kein Problem.
Ja, das wäre dann wohl der Blutegel gewesen. Ich wollte gerade schon sagen, gibt es wieder Punkte? Boah, wir haben sogar 4. Wo kommt die denn jetzt her? Kritischer Treffer. Nahkampf. Gesundheit. Kritischer Treffer. Wo geht das lang? Oben? Achso, dann müssen wir hier über den Bären. Berserker-Eifer. Ja gut, nee, den brauche ich nicht. Großstadt brauche ich auch nicht. Okay, dann könnte man jetzt hier oben entlang gehen. Ja, das kann man alles mal gebrauchen. So. Das hätten wir. Was haben wir denn hier? Weil wieder ein paar neue Runen dabei sind, oder? Ach nee, weil hier wieder neue Waffen dabei sind. Naja, in dem Fall war es jetzt ein Schild. Und hier die Magisterarmschiene und hier die Maske der Verborgenen. Also cool ist die schon, ne? Aber, meh. Attentatschaden wird erhöht, wenn du 10 Sekunden lang geduckt bist und unentdeckt bleibst. Oh, schon cool, aber, das hier finde ich besser. Oh, da habe ich überall noch die Gesundheit. Widerstand schwer. Und Gewicht weg. Gewicht ist immer gut. So, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dem Pfeil an den Kragen. Oder sollte ich sagen, an den Schaft? Ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, jetzt werde ich offscreen einmal probieren, wie man diese Rätsel löst, ob ich da irgendwie schlau draus werde. Wir sehen uns so oder so in der nächsten Folge wieder, entweder mit den Rätseln als erstes oder direkt mit der Jagd nach dem Pfeil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss! Also, ich schneide das jetzt noch hinten dran, weil ich es nicht glauben kann. Rätsel 1 habe ich schon gelöst. Zumindest habe ich das Item gefunden. Ich erkläre euch gleich wie. Und Rätsel 2. Jetzt ist hier auf einmal ein Typ hinter. Entweder war das ein Bug oder man musste erst den Blutegel umbringen. Danke für deine Hilfe. Oh, aber zu welchem Preis? Ich danke dir trotzdem. Dämonengestank unten am Fluss. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts gemacht. Ich bin da hingegangen, habe den Typen da liegen sehen. Wir haben ja einmal dieses Ding schon komplett aufgeräumt. Wahrscheinlich hat er das realisiert und dann... Ja, haben wir das Ding jetzt nur noch schnell abgegeben. Und das andere, ihr erinnert euch? Kuhmagen? Kuh? Kuhkadaver? Kuhmagen? Ja? Man musste Fische abschießen. Ich habe aus Spaß 2 von diesen Fischen erschossen, die da in dem Fluss rumdaddeln. Hab den ersten nicht looten können, weil ich den nicht gefunden habe, weil die Flussströmung den weggetrieben hat. Und hab dann deswegen noch einen zweiten erschossen, loote den. Und auf einmal ist da die Kette mit drin. Und ich dachte mir so, Alter, das gibt's nicht. Deswegen, also... Ich habe dafür keine Worte. Ich habe dafür einfach keine Worte. Also das ist mal wieder schlecht übersetzt, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht, was es ist oder warum man darauf kommen soll, dass die Kuh von Fischen gefressen wurde. Ich weiß es nicht, aber ich habe die Kette jedenfalls. Ich kann sie euch auch gerne mal zeigen. So, Kette. Hier ist die komische Kette. Schatz der Güldenspatz. Eine schwere Silberkette, die in den Eingeweiden eines Fisches gefunden wurde. Trotz des Geruchs sollte sie ein hübsches Sümmchen einbringen. Genau das meine ich. Okay, das ist vielleicht für irgendwann anders. Ja, eines Fisches, wie gesagt. Hier, das ist... Nee, das ist der Kabeljau. Hier, in dem Viech. Und es stand ja eindeutig da. Im Bauch einer Kuh. Und dann findet man das in einem Fisch. Also, versteht mich nicht falsch, ich finde das ein bisschen dumm. Ich habe den Schatz, den du suchst. Wahrhaftig? Dann gib ihn mir bitte. Ich habe diese Halskette in Fischinnereien gefunden. Den Geruch wird man nicht los. Selbst mit dem Fischgestank ist sie unbezahlbar. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Der letzte Flug der Güldenspatz. Damit haben wir aber zumindest schon mal Lunden abgeschlossen. Auch wenn die Rätsel jetzt sehr dumm waren. Bin ich ganz ehrlich. Also, das eine, das wir automatisch schon gelöst hatten, wo nur der NPC dazu gefehlt hat. Das andere, wo steht, es ist in einer Kuh und dann ist es in einem Fisch. Und ausnahmsweise habe ich es tatsächlich mal ohne nachzuschauen gemacht. Naja, egal. Ich weiß gar nicht, warum ich hier rumrenne. Wir treffen uns
in der nächsten Folge mit Stove. Und dann geht es dem Pfeil, wie schon gesagt, an den Kragen, Schrägstrich an den Schaft. Und ja, vielleicht geht es dann auch schon dem Kompass auf die Schliche. Ich weiß es noch nicht. Ich bedanke mich jedenfalls nochmal, jetzt nachdem wir diese beiden Rätsel auch abgeschlossen haben. Ich hoffe, euch haben diese drei Bonusminuten gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.